heute gibt es einen Kollektivhaul von mir, würde ich mal sagen. Das ist ein Mix aus Klamotten von H&M und Mango, aber auch so ein paar Beauty-Sachen, Düfte und sowas. Und ich fange mal an mit den Beauty-Sachen, hätte ich fast gesagt, mit den Fashion-Sachen. Und die habe ich auch mal auf Twitter gepostet. Und das sind diese Schuhe hier, diese wunderschönen Wedges. Ich habe die bei H&M online gesehen und fand die so unglaublich schön. Ich mag dieses schlichte Design, ja, einfach so schwarz und so ein bisschen eine Art Wildlederoptik, würde ich dazu sagen. Und diese Schnallen hier oben haben mir einfach super gut gefallen. Und ich mag das, ich mag diesen Style so sehr und ja, ich hatte welche, aber die sind auch so ziemlich kaputt oder sehen nicht mehr so schön aus, würde ich sagen. Und die habe ich jetzt auch schon getestet. Man läuft so gut darin. Das ist wirklich sehr bequem. Also klar, es ist Wedges mit so einem Plateau ein bisschen hier vorne. Das ist immer sehr bequem, aber die sind halt richtig, richtig bequem. Also kann ich nur empfehlen, denn es gibt viele H&M-Schuhe, wo man echt Schmerzen in den Schuhen hat, ohne Ende. Das kenne ich auch, aber die sind echt super. Die kosten knapp 40 Euro, aber ich habe so einen Gutschein angewandt, den gibt es ja immer mal wieder. Da haben die mich jetzt, ich glaube, knapp 36, 35 Euro gekostet. Und ich hatte die schon im strömenden Regen an. Ich besprühe eben immer meine Schuhe noch mit so einem, wie nennt es das, ist so ein Spray, was so abweisend ist gegen Schmutz und Nässe und so. Das perlt dann so ab und das hat wunderbar funktioniert und ich stand wirklich stundenlang im Regen und ja, sie haben es super ausgehalten und ich liebe diese Schuhe. So, dann kommen wir zu den H&M Sachen. Ich habe einiges bestellt, aber ich habe auch total viel wieder zurückgeschickt, weil es dann doch nicht so gepasst hat, wie es wollte. Aber ein paar Sachen sind übrig geblieben. Zum einen ist es hier diese Bluse, hat mich online auch sofort angesprochen. Das ist so eine relativ schwarze, schlichte Bluse. Hat aber hier oben so einen Lederimitatkragen, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und obwohl ich langsam eigentlich genug habe von Nieten, hat es jetzt halt noch so Nietenknöpfe, so viereckige da vorne. Aber das ist mir relativ egal, das ist eigentlich noch recht schlicht. Aber dieser Kragen hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es eben einfach mal wieder was anderes ist. Und ja, finde ich sehr, sehr hübsch. Preis blende ich euch jetzt ein, weil ich da nochmal nachschauen muss. Dann habe ich mir einen relativ schlichten schwarzen Pullover gekauft. Der hat so ein bisschen Fledermausärmel und ist an sich oversized geschnitten. Der geht auch knapp über den Hintern. Solche Pullis liebe ich ja auch und viele haben mir geschrieben, das suchen sie auch. Und ja, das ist so ein Pullover, der ist einfach so ein bisschen oversized, so ein bisschen kuscheliger. Und wenn man so einen Schlauchschal darüber trägt oder so, ist das voll schön. Ich habe den auch schon von letztem oder vorletztem Jahr, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Jetzt habe ich mir nochmal einen geholt, der, ich glaube, fast genau gleich ist. Aber die kann man echt immer tragen und ich liebe sowas. Dann habe ich mir dasselbe Modell nochmal in so einem Cremeton gekauft. Das ist so ein, ja, so ein Beige-Creme. Die Farbe ist ein bisschen wärmer, wie sie jetzt in der Kamera rüberkommt. Also ein bisschen mehr, ja, beigefarbener. Na gut, das sieht jetzt hier auch aus. Also ein bisschen, wie soll ich sagen, einen wärmeren Ton. Dann kommen wir zu Mango. Und da war ich eigentlich nur so mal zum Gucken. Und habe dann gesehen, dass sie ganz viele Pullover im Sale hatten. Und das war schon vor 2 Wochen oder so ungefähr. Und ich habe mich tierisch gefreut, als ich diesen Pullover hier gefunden habe. Ich mag diese Muster, er ist auch ein Stückchen länger. Und er hat so ganz, ganz feine goldene Fäden drin, die so leicht glänzen. So wie ganz dünnes Lametta, würde ich mal behaupten. Und ich finde das so, so wunderschön. Und die haben total viele Glitzerpullover. Ich hatte das auch schon von letztem Jahr. Die lieben total diesen Glitzer drin. Und ja, das ist einer von diesen schlichteren mit Glitzer. Aber noch trotzdem ein bisschen spezieller. Also er sieht echt schön aus und ist kuschelig weich. Und der hat vorher 30 Euro gekostet und hat jetzt nur noch 15 Euro gekostet. Also echt Schnäppchen, ne? Und ja, ich mag den sehr gerne und ich finde den so flauschig, der ist so schön weich. Und da gab es so viele andere hübsche, ihr müsst da unbedingt mal vorbeischauen. Da war es wirklich noch warm und da haben die schon die Pullover reduziert, also ich weiß ja nicht. So, dann kommen wir zu ein bisschen mehr Beauty-Sachen. Ich habe mir von Rituals, ist das nicht süß, diese kleine Tüte hier von Rituals,
habe ich mir einen Duft gekauft. Ich bin jetzt nochmal hingegangen, weil ich schon davor, wo ich schon mal drin war, auch an diesem Duft gerochen habe und ich fand den so, so toll. Habe mich aber dann trotzdem dagegen entschieden, weil er einfach 40 Euro gekostet hat und habe gedacht, nee, komm, lass erstmal. Es gibt die aber auch noch in der kleineren Variante, da kosten die, glaube ich, 17 Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das kann man auch so abfüllen in so einen Behälter und dann kann man das so mitnehmen für unterwegs, aber der kostet natürlich wieder extra. Aber man kann es auch in der kleinen Größe kaufen. Ich habe mir jetzt diesen Duft geholt und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in Karlsruhe wohnt und zu diesem Rituals-Laden geht, geht zu dem Kerl hin. Ich hoffe, da arbeitet nur einer irgendwie. Oder was heißt hoffe? Ich glaube, da arbeitet nur einer. Ein sehr gepflegter Mann. Ja, und der Mann kann ein bisschen Vorteile verschaffen, sage ich mal so, ohne jetzt irgendwie viel zu verraten. Ich weiß nicht, ob er da Ärger kriegt oder so. Auf jeden Fall geht zu ihm. Der ist total lustig. Also der unterhält den ganzen Laden irgendwie. Und das ist das Parfüm, was ich mir geholt habe. Da gibt es mehrere. Also und die wechseln anscheinend auch immer mal wieder. Das ist jetzt die Nummer 4, Violet and White Lily. Und das riecht unglaublich gut. Er meinte auch, total viele haben das zum Muttertag gekauft und generell wird der Duft am meisten gekauft und wäre zwischenzeitlich ausverkauft gewesen. Und oh Gott, der riecht so frisch, ich kann das immer so schlecht beschreiben. Also er ist ein bisschen erwachsener, würde ich sagen. Es ist nicht so ein Teenie-Duft. Und mehr so frisch und ladylike und so nach Blüten riecht es halt auch vor allem. Also sehr blumenlastig. Eigentlich jetzt nicht so ein Herbstduft, aber ich liebe das. Ich finde, das kann man immer tragen. Und ja, das ist ein Eau de Parfum. Also schon hochwertiger wie ein Eau de Toilette. Und ich liebe das. Also die Verpackung ist relativ rustikal. Also das gehört so irgendwie. Und da sind jetzt, wie viel sind da drin? 50 Milliliter sind da jetzt drin. Und ich liebe das. Also wirklich, man kann das immer tragen. Das ist so, so frische Blumenwiese. Oh, und die haben ja übrigens frische Blumenwiese. Die haben Raumdüfte. Und manche riechen da so eklig. Man muss es sagen. Das ist wie bei Lush. Also bei manchen Sachen denkt man sich wirklich, oh mein Gott. Aber sie haben einen Duft. Ich glaube, den werde ich mir irgendwann auch noch kaufen. Der riecht wirklich, als wäre man in einen Blumenladen gegangen. Ihr kennt das sicherlich, wenn man in so einen Floristenladen, Blumenladen geht und dann kommt einem dieser Duft von frischen Blumen entgegen, so wie Rosenduft und sowas. Da haben sie echt einen Duft, der so den Raumduft genau von diesem Laden hat. Mein Gott, ich kann es euch sagen. Hat so gut gerochen. Aber habe ich gedacht, nee, das kostet jetzt nicht auch noch. Ich glaube, das hat auch um die 30, 40 Euro gekostet. Ja. Aber werde ich sicherlich irgendwann mal kaufen. Also, oh, Rituals hat tolle Sachen. Der macht ganz viel Spaß und alle möglichen Duftsachen und so. Und ich finde, es riecht super. Also, ich habe nichts gefunden, was mir jetzt nicht so gefallen hat, außer so ein paar komische Raumdüfte, wo dann Lavendel drin war und so. Das mag ich nicht so gerne. Aber ansonsten liebe ich Rituals. Dann kommen wir zu den letzten Artikeln. Und da geht es um diese Sachen hier. HairCenter24 hat mich angeschrieben, weil sie ein altes Video von mir gesehen haben und ich da schon mal was gekauft habe von denen. Und so sind die dann wieder auf mich gestoßen. Und ich durfte mir ein paar Sachen aussuchen und habe mir zum einen diese Macadamia-Haarmaske geholt. Das ist die Macadamia Natural Oil Deep Repair Mask. Und von der schwärmen ja auch immer wieder ganz viele. Und ich wollte die unbedingt mal ausprobieren. Ich hatte die schon länger im Auge und dachte mir so, mal sehen, die ist ziemlich teuer. Aber dort geht's eigentlich. Es ist nicht wirklich arg viel günstiger, aber immerhin etwas. Und bei manchen Sachen, bei Kérastase-Produkten vor allem, die ich damals gekauft habe, war es ein mega Unterschied zu Douglas oder sonstigen Shops. Von dem her ist es nie verkehrt, mal da vorbeizuschauen bei denen. Und das ist jetzt eine 30 Milliliter Größe. Das ist so ein bisschen eine größere Probe. Die kostet da, glaube ich, 5 Euro. Und ich habe die auch schon einmal benutzt und ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht. Die sind natürlich immer noch kaputt und so, aber es ist schon deutlich angenehmer, die anzufassen und die glänzen schöner. Und ja, ich bin gespannt, wie die sich weiter verhält. Einmal habe ich sie benutzt, wie gesagt, und finde die gar nicht verkehrt. Also die ist ganz schön gut eigentlich. Ja, dann habe ich von GHD mir ein Head Protect Spray gekauft, also ein Hitzeschutz.
Und ich wollte unbedingt das mal testen, weil ich schon gedacht habe, wenn das so teuer ist, ich weiß nicht, ob es das bringt. Und ich bin so ein Glättungsjunkie, da bin ich perfekt dafür geeignet, um das mal zu testen. Und ich bin mal gespannt, ob das besser dann abschneidet wie Got2b zum Beispiel oder so. Und ja, bin ich auch gespannt. Das habe ich jetzt noch nicht verwendet. Und dann haben sie mir noch so ein großes Set voller Pröbchen mitgegeben. Da sind ganz viele Sachen von Wella drin, aber Wella ist nicht so ganz meins, muss ich ehrlich sagen. Da sind noch viele Sachen für mehr Volumen und so, und da bin ich eigentlich gar nicht scharf drauf. Ich bin eigentlich froh, wenn meine Haare glatt nach unten hängen. Also ich werde mal sehen, wen ich da so kriegen kann zum Testen. Dann waren da noch so ein paar andere Sachen dabei von L'Oréal, so Vitamin Color Shampoo. Dann von Goldwell oder wie sich das nennt, auch so Volumenzeug, auch Shampoo. Und dann eine Marke, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Die nennt sich KMS California, glaube ich zumindest. Und die haben schon mal total coole Designs. Also irgendwie total knallig die Farben. Und das sind auch verschiedene Lotionen drin und Conditioner und Shampoo und alles Mögliche. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Das hat mich jetzt richtig interessiert, weil ich von denen noch nie was gehört habe. Und ja, werde ich auf jeden Fall testen. So, das war's dann mit meinem Kollektiv-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! I'm gonna party hard.